So, hallo und herzlich willkommen zu den Join Dota Masters im ersten oder beziehungsweise im ersten Spiel für heute und generell im zweiten Spiel des Viertelfinales. Okay, Viertelfinale klingt jetzt ein bisschen hoch, aber damit geht's halt los. Sind halt noch nur 8 Teams zwischen Team Empire und Meepwnt. Das neue Team der Ausgetretenen oder so. Und Empire, die gerade von der Starladder kommen. Sehr interessant, wir hatten gestern schon Empire gegen Meepwnt gesehen, die schon gegeneinander angetreten sind im Alienware Cup. Wo das Ganze... Ich habe es leider nicht sehen können. Hätte mich vielleicht schon vorbereiten können, aber Empire hat das Ding 2-0 gewonnen. Von daher geht es jetzt darum, das Ganze zurückzubringen. Und das Meepwnt zeigen, hey, auch Team Empire ist niemand. Das wird allerdings schwierig, da Empire... werden mir wahrscheinlich ziemlich viele zustimmen. Hier doch... wahrscheinlich sehr stark die Favoriten sind. Und Empire ist Empire. Natürlich. Aber ja, der First Ben Meepo von Team Empire lassen hier nichts zu. Kein Spaß. Mit Excalibur nicht seinen Lieblingshelden bekommen. Aber Excalibur ist ja auch für Tinker bekannt. Beziehungsweise hat es auch im letzten... ja, in der letzten Zeit mal versucht mit anderen Helden. Aber ja, aus der Fnatic-Zeit doch sehr als Meepo-Tinker-Spieler bekannt. Auch recht jung und noch sehr viel Reaktionszeit übrig. Was wir alten Menschen natürlich nicht mehr haben. Ja, aber gut. Juggernaut First Pick. Hier nichts Besonderes. Gut. Nochmal kurz zu sagen. Meepo, der First Ban, natürlich Aix, der First Ban von Meepwnt. Gegen Joki. Aix und Team Empire sind da doch sehr nah verflochten. Und das wollen sie auch nicht. Aber Juggernaut, First Pick, sehen wir hier noch nichts Besonderes. Außer Cheese. So ungefähr. Cheesy, cheesy. Empire hat im letzten Spiel gegen Meepo einen Doomvenge, Shadowfiend, Batrider, Omni-Knight gespielt. Und ja, Meepo mit Enigma, Jugger, einem Lycan, Invoker und Rubick dagegen gehalten. Und dann mal schauen, ob wir hier ähnliche Mix-Up von gestern sehen werden. Könnte ja durchaus sein. Die Venge haben wir schon mal, aber ich glaube auf der falschen Seite. Ne, auf der richtigen Seite. Venge, Team Empire hat gestern, glaube ich, mit genau demselben Ding angefangen. Aber trotzdem werden wir schauen, ob das hier ein Doom wird oder ob das was anderes wird. Auf jeden Fall, Doom hat auch ziemlich starker Held gegen Juggernaut. Wenn angespinnt kommt oder so. Doomed. Und direkt deleted. Direkt weg. Trotzdem hier schön Zeit gelassen. Generell, Join Dota Masters besteht aus prinzipiell 3 Matches für jedes Game. Wir haben ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Alles Best of 3 bis das Finale, Best of 5. Gestern... ja, ne, stimmt, heute ist das erste Game. Also somit sind wir im ersten Game der Join Dota Masters. Hatte da irgendwas stehen, Join Dota League ist da ein bisschen... vor ASC vs. Hellraisers hatten sie da noch eingeordnet. Aber, achso, das ist das letzte Spiel von den letzten Join Dota Masters, die da drin vorkommen. Okay, never mind. Nightstalker ist nächstes Ziel. Interessant. Nightstalker. Sehr aggressives Lineup von Team Empire, aber das kennen wir ja schon mit Aix und sowas. Durchaus ihr Spielstil. Um das abzuschließen, Join Dota Masters, Viertelfinale heute und morgen. Danach, hier nach dem Team Empire gegen Meepwnt Spiel, geht es noch weiter mit 4ASC vs. Alliance. Und morgen übernimmt dann Moscow 5 gegen Goal und Tinker gegen Album Sheet. Das Ganze, die Gewinner der jeweiligen Sachen gehen dann halt ins Viertelfinale und dann Finale Best of 5. Der Gewinner kriegt $10.000. Der zweite 5.000. Naja, geht's ja schon um viel. Und außerdem hat der John Luther Artikel, falls ihr den gelesen habt, auch schon angemerkt. Es geht um das International demnächst. Die Invites kommen raus. Und wenn sich Meepo und Beste sich hier gut schlagen würde, könnten sie vielleicht mit einem Invite rechnen. Empire ist es wahrscheinlich recht sicher. Aber nichtsdestotrotz müssen sie kämpfen. Besonders Alliance, die in letzter Zeit doch eher schwierig zurechtkamen, würden sich hier um eine hohe Platzierung doch sehr freuen. Um vielleicht die Chancen von dem Invite höher zu reichen, höher zu treiben. Tja, Meepwnt mit dem Lion, nichts Besonderes hier, starker Support.
keine Venge, aber eine starke Support. Bisschen Burst. Und gegen Nightstalker kann man auch jegliche Form von Control durchaus nachvollziehen. Omni-Knight und Doom sind rausgebannt, denn gestern hat Team Empire das gegen Meepo ausgepackt. Lycan ist hier von Team Empire gebannt, die den gestern halt auch schon wieder rausgeholt haben. Dementsprechend die zweite Bannphase scheint wohl wirklich komplett auf. Was hatten sie gestern gepickt? Und lass uns das mal bannen. Hinauslaufen. Mal schauen, was der letzte Pick hier sein wird. Aber es könnte durchaus hier... Ist das Dooms gebannt? Enigma sein. Oder ein Invoker sein. Aber es ist ein Ancient Aberration. Na gut. AA. Ja, stark, aber nichts Besonderes jetzt erstmal in der Combo. Hätte natürlich noch kommen können. Wie immer. Tja. Empire hat jetzt schon mal mit dem Nightstalker und der Venge doch ein recht aggressives Lineup, was eventuell später abfallen wird. Von daher wird es jetzt interessant zu sehen, picken sie was wirklich fürs Midgame? Oder wird es da ja eher in die Richtung, wir picken doch noch was Richtung Late und versuchen uns nur mit dem Nightstalker irgendwas durch Late, durchs Midgame durchzutreiben, wie den Naga oder sowas. Aber es wird ein Dazzle und das sieht doch nach einer overall sehr aggressiven Strategie von Empire aus. Nightstalker, Dazzle, Venge. Axe ist halt raus, aber ansonsten mit Dazzle könnten wir vielleicht hier einen Husker sehen oder sowas. In der Hinsicht. Und dann noch vielleicht was Controlliges auf der Offlane. Dann ist es schon ein ziemlich aggressiv starkes Lineup von Team Empire. Nochmal, ja. Bin gespannt, was Meep und dagegen werfen wollen. Jugger und Lion sind halt schon ziemlich gute Helden. Das Problem ist halt jetzt, dass sie irgendwas draften müssen, was Midgame nicht auseinanderfällt und vielleicht das Late Game hat. Wenn irgendjemand, also in dem Patch, wenn es nicht komplett einseitig ist, wer das Late Game hat, der gewinnt doch öfters oder hat mehr Chancen. Und ein Bloodseeker ist schon eine ziemlich gute Wahl. Auch so ein Midgame-Held, der auch ein bisschen ins Late Game skaliert. Nicht so viel, aber halt auch für Nightstalker ein perfekter Counterpick. Ja, Konter, wie auch immer. Gegenpart dazu. Resolution wahrscheinlich mit dem Nightstalker oft in der Mitte. Seeker vielleicht von Honey in der Mitte. Sollte als Mitspieler da sein. Sei denn, sie haben jetzt was umgeändert. Ich habe Meepound jetzt bisher noch nicht in der aktuellen Form gesehen. Die sind doch noch frisch. Jungs. Ja, Empire. Ich würde mich tatsächlich der Husker nicht überraschen. Ich bin nicht sicher, wie vertraut oder wie, ob das der Spielstil ist. Aber Husker könnte ja ganz gut auch mit dem Dazzle halt zusammen reinpassen. Dummes Ex ist gebannt. Könnte sein. Aber ansonsten ist noch eine Offlane offen. Eventuell, keine Ahnung, ein Center brauchen sie nicht unbedingt. Der Nightstalker ist so schon schnell und wenn es auch ein Husker ist, sollte das eigentlich reichen. Aber Offlane, vielleicht auch ein Void einfach nur für das Late Game oder ein Weaver. Irgendwas, was in Ruhe den Space haben kann, denn ich glaube, Nightstalker wird hier den Space machen. Wenn er keinen Space created, dann sieht es sowieso schlecht aus für Empire. Deshalb, glaube ich, braucht die Offlane hier keinen Space zu createn und Storm Spirit. Vielleicht Carry Storm auf der Safe. Nehmen wir mal an, dass Nightstalker in der Mitte wirklich sein wird. Aber auch Storm Spirit haben wir schon öfters mal auf der Safe Lane gesehen. Offlane jetzt noch nicht so oft. Man kann ja nie sagen, es war noch nie da. Aber kann auch sein, mal schauen, was der Resolution Hero ist und was nicht. Tja, Team Empire wollen fighten. Meepo und haben auch ziemlich gute Helden fürs Fighten rausgesucht. Ansonsten, was noch für Fight reinpassen würde, wäre, was mir jetzt direkt einfallen würde, Silencer oder Pudge. Als Fight Heroes oder vielleicht eine Legion Commander auf der Offlane. Ist auch ganz gut. Jugger wird wahrscheinlich Safe Lane gehen mit Lion. Bloodseeker Mitte. Könnte die Legion Offlane werden. Gegen Storm, Dazzle, Venge ist es eine ziemlich böse Lane. Aber ist auf jeden Fall ein Held, der halt auch die ganze Zeit fighten kann und
daran auch stärker wird. Patch, ja, Jenkins spielt einen Support-Patch bei Leviathan, aber ich weiß nicht, inwieweit Meepaunt hier Support-Patch auspicken wollen. Und Silencer, ja, gegen Storm ganz gut, aber der wird frühes BKB bekommen. Hält Graves ab, aber ist meistens zum Initiaten und dann wird es schwierig sein, Storm mit Nightstalker im Global Silence schon auszuhalten. Vielleicht gegen Dazzle und Venge gar nicht mal so schlecht, aber Support Silencer, hm. Außerdem bringt ein Support Silencer halt auch nichts, wenn er die Intelligence nicht benutzen kann als Carry, weil er eben kein Carry ist. Von daher, die Pub-Choices sind damit raus. Und mal schauen, was Meepaunt hier in den letzten 5 Sekunden noch sich zurechtpicken wird. Und es ist ein Sand King. Ja, Nightstalker, Storm Spirit, Nightstalker in der ersten Nachtphase hat er abgenommen, nachdem die 2 Minuten früher kam. Naja, 6 Minuten, na 4 Minuten Nachtphase, 8. Könnte eventuell die kritische Phase die 12 Minuten sein. Und dann sollte Sand King seinen Blinkdagger haben. Könnte ja ganz gut. Sollte ganz gut passen. Grave ist auch nur auf einen Held, das heißt AOE Damage ist super hier. Alles in allem ein ganz guter Pick. Tja. Bin nochmal gespannt, wie das. Die Lanes bei Meepaunt sieht, aussehen. Glaube mal, dass Excalibur das Ganze carried. Soweit ich das weiß, ist. Ja, Fly und Simba waren ja auch vieles mal gemacht, offline und so. Honey ist meistens der Mitspieler. Und dann Weehan und Paladai vielleicht Supports. Wahrscheinlich, aber mal schauen. Titan aber ein sehr schöner Held dafür, um halt Space und Teamfights zu machen. Wäre halt nicht das Ideale, glaube ich, für Team Empire. Aber gegen Team Empire doch. Und Slark noch als letztes, okay. Auf den Nightstalker Aggressive Trial könnten sie halt auch machen mit Dazzle und Venge. Von daher schon ganz gut hier die gröbsten Snowboarding Heroes rauszuhalten. Könnte halt, wie gesagt, noch eine Legion Commander für irgendein Team reiten drin sein. Beide Teams brauchen jetzt noch die Offlane. Jo. Mal schauen. Beide Teams haben sehr wenig Reserve Time übrig, von daher müssen wir gleich Schlag auf Schlag gehen. Keine Nachdenkzeit mehr. Haben sie wahrscheinlich auch in der Bannphase gemacht. Vielleicht noch ein bisschen ausreizen. Aber ich habe das Gefühl, dass beide Teams schon wissen, was sie picken würden. Silent hier, noch 3 Sekunden, Bristleback. Okay. Ja, auch super. Always fight mit Dazzle zusammen. Ein bisschen Control für Vengeful Spirit. Aber Control ist eigentlich nicht, was Bristleback braucht, denn er hat sie. Nezilgu ist da in Sachen Slow ziemlich stark. Und auch so, das gibt tatsächlich sogar ein bisschen AOE jetzt für Team Empire. Einfach weil die Quills doch sehr weit rum sind und sowohl Sand King als auch Lion einigermaßen nah dran sind. Sand King sowieso. Und die Quills sind ziemlich gut gegen Sand King. Kann auch nicht rausblinken und sowas. Gegen Bloodseeker eigentlich auch. Juggernaut. Sind ja Physical Damage, dementsprechend gehen sie auch durch. Und Zeus ist letzter von Meepaunt. Excalibur, Zeus. Mal schauen, wie das gelaned wird. Ha. Huh. Noch ein Zeus als letztes. Hm. Kann ich nicht reinpassen, gibt ein bisschen Damage. Und hilft halt so halt, um Leute zu bursten, denn Nightstalker und Storm Spirit sind halt beides Helden, die doch gerne in den ersten paar Sekunden vom Fight sterben sollten. Hoffen sie zumindest. Oder sollten sie. Für Meepaunt, denn sonst sieht's böse aus. Es kommt viel auf die Ganks an. Und Meepaunt müssen teilweise sogar nur aushalten. Storm Spirit, Bristleback werden jetzt zwar nicht so viel abfallen, aber halt Juggernaut wird fett, Zeus wird fett. Hilft natürlich. Ah, nee, Sand King hat sich. Na gut. Dann schauen wir, wie die Lanes sind. Aber ein Paladai Support, ja. Weep. Da sind wir, die erste Pause ist schon da. Natürlich, wer fehlt? Bisschen Silent. Dingens, ja, aber. Hypnotic Dazzle. Gut, dann kann es hier wahrscheinlich auch schon losgehen. Bin sehr gespannt drauf. Empire vs. Meepaunt. Round 1. Fight! Naja, das muss ich noch besser timen. Round 1. Fight! So.
Na gut. Schauen wir mal, auf die Lanes gehen oder schon die ersten Ganks kommen. Von Nippon sieht es bisher nicht aus. Empire wird als erstes doch... Ja, scheint wohl eine Invasion zu werden hier. Halt einfach, weil Sand King da ist und die Camps blocken, wäre schon ganz cool. Außerdem mit Dazzle Venge. Ja, Storm eigentlich auch ein Bristleback. Kann man schon ein bisschen Level 1 Action machen. Das können Meepo nicht. Dementsprechend haben wir Meepo Hani auf dem Sand King. In Mitte wird wahrscheinlich Excalibur mit dem Zeus übernehmen. Offlane Simba als Juggernaut tatsächlich. Und wir haben vielleicht Roaming das Ganze. Wir haben Seeker of Weeha und Paladire auf dem Lion als Support hier. Wahrscheinlich auch Roaming. Haben wir hier auch schon den ersten Ward gesehen. Gustav ist ein bisschen schlecht gesetzt, aber erstmal der... Erstmal schön der Invade. Und... Ha, den ersten Hit. Paladire, zwei Hits. Den ersten Damage ist schon raus, nein. Aber scheint wohl nichts passieren. Haben einen Sentry gesetzt bekommen. Jetzt einen zweiten Sentry noch. Sehr knapp, aber wenn Paladire es mitbekommt, könnten sie den mit dem Weg abschneiden. Aber wird natürlich den langen Weg hier runternehmen. Aber Simba ist da. Wird jetzt auch schön erstmal spinnen, beziehungsweise erstmal schön blocken. Ah, nicht ganz lange geschafft, aber Paladire sollte hier rankommen. Schöner Hex ist draußen. Es sollte das First Blood sein hier für Meepo. Aber schönes Grave und einfach raus. Hani hat den Stun und holt den Stun. Kill für Simba. Holt den Kill Meepo. 1-0. Schönes First Blood. Und das beginnt schon gut. Dafür immerhin war es nur der Dazzle. Der ist jetzt nicht so der Core in dieser Gangstrategie von Empire. Trotzdem tut es natürlich weh. Du hast jetzt Offlane Juggernaut schon ein bisschen mehr zu haben. Gut im Level jetzt nicht wirklich. Aber hat 400 Gold. Kann auch einen frühen Basi gehen oder sowas. Sicherlich sinnvoll. Das Problem ist, was wird Hani tun? Wenn zum einen keinen Sandstorm hat, was er nicht braucht fürs Easy Camp, ja. Aber halt schon die Wards hier hat. Von daher, Polen wird schwierig. Außerdem, das letzte Camp, was er wirklich stacken kann, ist halt auch schon gewardet. Naja, muss er halt schauen. Obere Lane ist tatsächlich Dual Lane hier für Empire. Für Meepo natürlich nicht wegen dem Sand King. Aber immerhin hat eigentlich Dazzle hier. Ja, Paladire lässt sich dann doch sehr ankratzen. Aber, ah, da kommt Hani zu spät, beziehungsweise. Ja, wird kein Block möglich sein. Und die Lane geht hier weiter. Sehr aggressiv am Anfang. Ich wollte halt schon sagen, dass Dazzle irgendwie nur mit Grave ziemlich useless ist. Nein, ist er nicht. Denn der Right Click Damage mit 52 mit einer ziemlich guten Attack Animation. Haut da schon ganz gut rein. Ja, Simba muss sich auch die ganze Zeit mit Always Wanna Fly battlen. Fly ist natürlich hier nicht gut, wenn Simba dabei ist. Wer ist Fly? Always Wanna Fly oder Fly? Alles so eine Namenssache. Aber ansonsten, ja, Simba immer noch bei 0-0. Das läuft daher nicht so gut. Aber trotzdem die Top Lane als Duel Lane mit Hani im Jungle. Lucian ist doch besser, versucht den Pull-Through und schafft es nicht ganz. Ah, kriegt hier einen Creep. Nicht so viel. Aber wird, ja, nicht ganz mit dem einen Creep Level 2. Bring ihm trotzdem nicht, muss bis Level 2 da rumbleiben. Machen wir jetzt den Go auf Gistas. Hani ist da. Hani wird den Stun hier setzen. Und der Damage hier, Bloodride von Weeha trifft auch. Tja, so viel jetzt nicht. Ich habe am Anfang Support-Platz hier gesagt, aber egal. Versuchen hier auf Gustavs die letzten Hit zu machen, aber schöne Salve. Immerhin gecancelt, aber Dazzle hat jetzt hier ein Problem. Ohne Grave fällt er auch 0-2 für Meepo und nach 2 Minuten. Und die Frage wird, wenn diese Lane so shutdown ist, hat jetzt keine Regeneration in Nightstalker. Muss ich wahrscheinlich eine Salve mitbringen lassen von Dazzle, wenn er wieder reintippiert. Sieht das schon böse aus, wenn eigentlich das Hauptteil hier ist der Nightstalker. Au, 11 Leben. Das ist natürlich ganz knapp. Gut, mit Pure Damage hat er es wahrscheinlich gewusst. Ist doch etwas einfacher auszurechnen. Aber Meepo hier mit Early Aggression gegen das Team. Ziemlich beeindruckend. Tja, aber wir haben Silence, der free farmt. Silent. Wir haben Resolution, der... Ja, 10-0 gegen 15-2 Excaliburs. Middle Lane läuft wahrscheinlich so, wie man es erwartet hätte. Denn, naja, Zeus gegen Bristleback ist halt so eine Sache. Im Zoning ist Zeus natürlich besser. Excalibur hat ja fast den Go gemacht. Einen kriegt er noch, aber 9 Leben waren das. Schon wieder ein Escape. Ganz knapp von Empire. Living on the Edge. Jo, die Stacks können jetzt so langsam beginnen. Hani, guck mal, Level 2 Sandstorm, kann er schon mal das erste Camp abräumen. Die Sentries laufen jetzt hier aus, von daher kann er
ab den, ja, in anderthalb Minuten anfangen zu stacken. Toplane Paladai kann natürlich immer schön ein bisschen was saugen. Kurze Ghost of Dazzle machen, beziehungsweise einfach nur Zone. Denn hey, mit Mana Leech hat man natürlich doch eigentlich unendlich Mana. Simmer kriegt immer in Levels, letzte Level 4, hat aber auch schon 5 Last Hits, aber schöner Spin. Sehr knappe Misse, sehr nah dran, aber trotzdem noch rechtzeitig den Spin rausbekommen. Hat Simmer gute Pings oder so. Beziehungsweise ist natürlich darauf vorbereitet, dass das passieren könnte. Apropos vorbereitet, was passieren könnte. Bristleback geht hier einfach down, Resolution, nicht ganz aufgepasst. Hat der Damage halt einfach von Excalibur mit Level 3 Thunderbolt gereicht. Schauen, ob hier Thunderbolts Wrath geskillt würde, sollte eigentlich. Aber jetzt, ja. Hat es wohl mit den Kills doch vergessen. König des Micros. Hat doch nicht alles gleichzeitig gemacht. Kein Mana jetzt hier für Jugger. Jetzt aber wieder. Hätte eventuell alles von der Fly da vorher drauf gucken können. Da hätte er wahrscheinlich einen Go gemacht, kurz vorher. Aber jetzt erstmal wieder okay. Auch mit der Healing Ward erstmal. Wird hier Simba wohl nicht von der Lane verschwinden. Haben wir Excalibur gegen Resolution. Tja, erstmal schon mal was. Der Go kommt hier von Gazzle, aber es ist nur Illusion. Gustavs findet allerdings hier Hani. Der Stack hat immerhin noch funktioniert. Aber Hani ist sich herzlich unbeeindruckt. So, wenn der Go kommt, dann... Was wollt ihr machen? Es sind 3 Leute um mich herum. Paladai ist auch da. He doesn't care. Weha jetzt alleine gegen Hypnotic. Ist nicht genau... Auch wieder den Namen nicht ganz genannt hat, aber egal. Nenn ihn mal Hypnotic, beziehungsweise Dazzle. Und werde zu Recht geflamed, wenn ich den Namen von Empire nicht ganz kenne. So, aber Gustav sitzt in Go, aber Paladai ist da und kann es hier ziemlich einfach zurückdrehen. Trotzdem aber kein Kill. Beide sehr tanky. Auch interessant, dass sie hier den Observer Ward halt wussten, dass sie ihn gesetzt haben, aber nicht GD-Ward haben. Setzen jetzt den Sentry, aber hey, nach 6 Minuten... Ein bisschen spät. Bin nicht ganz sicher, was sie damit bezwecken wollten. Resolution will sich jetzt hier einfach die Rune holen. Stellt sich mit dem Rücken hin. Bristleback Level 2. Doesn't care. Die Toplane ist doch interessant, wie doll Hypnotic hier überhaupt gegen Weha überlebt. Ja. Jetzt wird er gerade den Go machen wahrscheinlich. Und dann kommt hier direkt Gustavs. Kann hier vielleicht turnen? Nein. Pure Damage ist immer so eine ekelhafte Sache. Aber für beide Seiten kein K.O. Ja, Hani auf dem Weg, Stacks zu farmen. Aber sehr arm noch. Hat nicht mehr Boots. Und das nach 6 Minuten. Na gut, Boots hat jetzt gekauft, aber 0. Meistens bei 6 Minuten, meistens Handkings sind dabei 1000 Gold. Nachher sehr schwierig für ihn, aber das Wichtige war, dass er auf der Toplane war und da doch ein paar Kills geholt hat. Die Rotation wird jetzt erstmal nicht gesehen zu sein, denn der... denn Excalibur geht hier down. Rotation von Dazzle besiegt anscheinend sein Schicksal. Aber was ich sagen wollte, der Smoke wurde wohl gesehen hier von den beiden. Denn der Aggressive Ward hier ist doch schon... Ist sehr, sehr sinnvoll, besonders mit einem... Besonders mit so einem junglenden... Hani. Excalibur kriegt jetzt hier den Ward. Sehr frischer Ward. Auch sehr... Quasi naiv gegen Excalibur zu setzen, wenn er halt nur einmal mit dem Lightning Bolt farmt oder einmal den Lightning Bolt setzt, wenn irgendwas in der Mitte Lane passiert und, naja, in der Mitte Lane wird irgendwann mal was passieren, dann ist das Ding halt schon down. Und das ist dann halt so ein, vielleicht ein kleines bisschen naiv für den Ward gewesen. Ja, Resolution müsste Haste ruhen, aber kriegt hier doch einiges an Damage. Ja, Bristleback ist tanky, aber Excalibur hat Levels. Und Excalibur hat einiges an Damage. Level 4 Bolts. Das macht Damage. Besonders halt den Damage pro Leben macht halt hier schon einiges. Resolution muss hier richtig aufpassen. Der nächste Bolt wird ihn töten. Jetzt noch mit der Double Damage Rune, aber ist halt auch zu schnell. Kann ich sie noch einmal blind versuchen, aber nein. Nicht mal das. 12 Sekunden für Thunder God's Wrath. In der Zeit wird er zurück sein. Andererseits 170 HP. Wird hier eh nichts machen. Thunder God's Wrath hat Level 1 und 225, genau. Gut, mit 25% ist es knapp, aber wird Excalibur wahrscheinlich nicht probieren. Was ganz lustig gewesen wäre mit dem Thunder God's Wrath, wäre halt einfach, wenn jetzt hier Weha vorbeigekommen ist.
Blood Rage drauf. 25% Damage Increase und dann zack und der und Kill. Das wäre tatsächlich ziemlich sneaky und ziemlich cool. Aber halt auch ein bisschen greedy, wenn er hochgeheilt worden wäre, wenn der in der Nähe wäre. Wäre das halt auch nichts. Stacks für Empire sind dann ganz gut. Triple Engines. Ja, noch Triple Engines jetzt, sonst werden jetzt Quad Engines. Meepo hat versucht in der Zeit einen Tower zu holen. 9 Minuten drin, bisher kam noch keine Aggression von Empire. Aber zum nächsten Nachtzyklus in 12 Minuten wird da wahrscheinlich was passieren. So langsam, Gustavs hat hier Urne. Immerhin, Portraits noch nicht. Aber die Urne ist da. Und dann kann man schon mal die ersten Ghosts machen. Level 5 erst. Natürlich auch so ein Problem. Wohingegen Simba halt schon Level 7 ist. Oder wesentlich besser auf der Lane bleiben, ist ja noch nicht gestorben. Und hat schon Kill. Kill und. Einen Assist. Etwas passiv. Ja, das Problem wird wahrscheinlich Excalibur in der Mitte sein. Der auch einige dann Damage rausholt. Wo sie halt mehr Chancen haben, hier was zu sein. Thunder God's Wrath schön rausgeholt, bevor irgendwas sein kann. Schöner Stun auch aufs Silence, aber. Oh nein, keine Detection auf der Seite von Empire. Sie müssen ja aufpassen, dass der Sandstorm halt nicht killt. Weha ist da. Wird versuchen, vielleicht ein Feld nach unten zu ziehen. Schafft es aber nicht ganz. Stirbt jetzt tatsächlich. Stun auf 2 von Paladai. Oh, wunderschön, der Weha das Leben rettet hier. Holy crap, Paladai. Das war wichtig. Und Hani versucht hier nochmal ranzukommen. Oh, das tut es tatsächlich beide. Oh, ganz knapp. Und Gustavs war gerade so raus. Und es wäre auch noch gestorben. Wieder so eine knappe Sache für Empire. War jetzt wesentlich weniger hell. Weniger Leben noch. Das Problem ist dann, dass sie bis auf Zeus nicht mehr Globals hatten. Wenn sie so einen Clockwork Goblin hätten oder so, könnte schon mit einer Rocket snipen. Aber dann wären sie auf jeden Fall nicht gegangen. Nächster ist dann auf Silent, aber kein Mana mehr dafür. Omni Slash wird benutzt, aber leider nichts. Trotzdem Silent sollte hier down gehen. Ja, Grave wird ihn beschützen, aber Simba wird natürlich erstmal nicht aufhören. Hier zu diven, jetzt wo ich das sage, tut er. Aber Weha ist natürlich da. Und wird erstmal mit Millionen Movement Speed da nicht aufhören, das zu machen. Double Kill für Weha. Exzellent durchgeführt. Ja, gedived mit Bloodseeker, hey. Aber doch schön gemacht, während des ganzen Fights ist zurückgelaufen, sich vollgeheilt, wiedergekommen. Und mit dem Movement Speed war er rechtzeitig da. Level 4, tatsächlich ein Thirst. Movement Speed 40%. Kein Damage mehr gemacht. Wäre jetzt auch ziemlich cool, Blood Red mit einiges in Damage. Aber trotzdem Thirst gemaxt und damit super schnell unterwegs gewesen wäre, was hier genau in der Situation die perfekte Wahl war. Mehr Sustain damit für Miro. Wenn der Platzsieger während einem Fight zum Fountain zurückgehen kann oder nicht. Ja, und wiederkommen. So rum. Tja, wie sieht's aus mit Resolution Level 8? Wird so langsam was. Zeus Level 9. Hat im in Portraits. Was kommt hier noch geflogen? Ja, die Cloak. Casual Cloak erstmal. Wahrscheinlich dann auch eine Pipe für ihn. Ist definitiv sinnvoll gegen den Zeus hier. Aber immerhin erstmal die Casual Cloak wird ihm da sehr das Leben erleichtern hier in der Lane auf einmal gegen Excalibur. Trotzdem 8:0. Die Grafen werden nach 12 Minuten mit 8:0 sieht es gar nicht so viel aus, aber 4000 Gold ohne Tower ist schon ein Unterschied. Und die 5000 XP, besonders halt auf Simba, der mit Omnislash halt schon da ist. Da ist Simba. Level 8. Omnislash cool bald rauen. Level 11 wird er wahrscheinlich nicht vorher werden. Aber trotzdem halt einiges. Weha findet hier auch noch Always Wanna Fly. Und wird ihn wahrscheinlich ohne große Probleme down bekommen, ja. Schönes Old Scepter Pickoff hier. Halt nicht nur casual für den Movement Speed, sondern halt auch schöne Synergie mit dem Blood Ride. Das ja 3 Sekunden braucht. Und mit dem Olds mit 2,5 Sekunden. Das ist halt natürlich auch super. Silent muss ja richtig aufpassen. Sehr low, hat aber eine Double Damage Rune. Deshalb will Meepo und da aber auch nicht so viel von wissen. Hat auch noch genug Mana, um erstmal guten Damage zu machen. Aber Meepoint macht hier den Gank. 590 Movement Speed. Oh, 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 der Seeker kommt hier. Grave wird wahrscheinlich direkt kommen. Oder auch nicht. Hat Grave Level 1 nicht so weit weg, aber oh. Resolution mit der Urne, mit der Cloak, die ihm das Leben gerettet hat. Aber trotzdem halt, Platzseeker geht rein. Und der God's Wrath sorgt dafür, dass es schwierig wird. Und Pickoffs auf der Pickoffs 10:0 hier für Meepoint. Die einen richtig krassen Start hinlegen.
Und Silence wird jetzt hier gerade in der Mission zum Wegkommen, aber Omnislash und Solo quasi Kill für Juggernaut. Okay, na, nicht wirklich Solo Kill. Trotzdem aber, Simba kriegt den Kill. Wichtige Sache, was hat Empire noch? Storm ist geshutdownt, Resolution hat ein bisschen was. Es sind immer nur 0-1, hat ganz guten Farm, muss man schon dazu sagen. Silent auch, aber sind alle schon so oft gestorben. Trotzdem, im Endeffekt, die Streaks gehen dann halt an. Gehen dann im Endeffekt trotzdem wieder zurück an Empire, wenn hier zu viele Streaks gesammelt werden. Dann haben wir halt Weehar, der 6-0 ist. Und wenn er fallen wird, was er halt irgendwann tun wird, besonders das Bloodseeker, der irgendwann fehlen wird. Okay, ich habe zu viel Pappdota gespielt. Dann sieht das Ganze natürlich schlecht aus. Denn wenn die Streaks abgegeben werden, sind Empire auf einmal voraus, denn. Ja. Networth sind jetzt halt irgendwie 6k. Aber. So, Streaks können halt sehr schnell abgegeben werden, Tower fallen auch sehr schnell. Und dann sieht es schwierig aus. Networth sind Meepon vorne. Trotzdem aber sonst nicht so viel langer Zip von Silent hier. Aber es sieht nicht gut aus, als ob das gefunden wird. Was von der Fly wird hier wahrscheinlich down gehen. Aber dafür, dass Empire hier nicht hittet hatten und dafür Fly den Fall nehmen muss, sieht das nicht so gut aus. 0-13. Weitere Versuche von Empire hier irgendwas zu bekommen, aber langer Sim, oh, Resolution hier, ganz knapp. Lebt immer noch. Die Pipe macht einiges an Arbeit, besonders, dass sie sich da wohl rechtzeitig umgedreht hat. War wohl ein großer Teil. Ich glaube, den Finger hat er genau ins Gesicht bekommen, aber Resolution muss hier tierisch ablaufen, denn Weehar läuft hier mit knapp 700 Movement Speed über die Map. Holy shit. Thirst ist einiges. Dann halt auch beide low, Silent und Resolution geben ihm hier Movement Speed. Immer noch 600. Ja, Gustavs ist es jetzt, der den Movement Speed gibt. Mal schauen, ob er hier auf den Senshin Yasha geht. Das sieht irgendwie danach aus. Das ist ein bisschen Pappbild, aber hey. Kann er eigentlich tun. Senshin Yasha ist nicht so schlecht. Ja, und da geht's auch schon mal Senshin. Yasha wird wahrscheinlich bald finden und nochmal 20 Movement Speed mehr. Oh Mann. Hätten irgendwie auf... Simba hätte seinem Namen Fly dann, seinen alten Namen Fly dann wohl sehr viel Ehre gemacht, wenn er hier als Platzsieger mit 700 Movement Speed halt herfliegt, quasi. Aber auch auf Weehar. Mal schauen, ob sie noch irgendwie Drums oder so auf den Rest kaufen. Das Problem ist, die Drums wird erst in den ersten paar Sekunden da zu sehen sein. Ja, Hani wird hier, zumindest sehen sie hier, dass er hier farmt. Haben sie Detection, ist die Frage. Und es sieht nicht danach aus. Kommen hier sehr schnell auf Paladai, der hier gefunden wird. Oh, und Silent kriegt... Oh, Paladai kriegt noch gerade das Hex raus und niemand ist da. Kriegen jetzt hier doch noch. Windschuss Bild holt sich Line. Aber das Problem ist, dass da was war. Trotzdem ist jetzt das Problem. Hani packt das Epicenter aus, kriegt hier einiges an Damage drauf. Und Weehar wird hier wahrscheinlich auch noch down gehen. Omni Slash kommt von hinten. Simba kommt rein. Kriegt hier noch OS von der Fly. Resolution auf dem Rückweg. Aber Weehar ist schnell. 460 Movement Speed. Je lower wird, desto mehr Movement Speed wird das halt auch. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als ob das Resolution hier... Ob hier Resolution fallen wird. Sind mit der Haste-Rune. Aber auch, oh, Weehar versucht es nochmal. Aber kaum Damage. Und ein bisschen greedy dann doch T3 zu diven, besonders wenn der so jetzt respawnt. Keine gute Idee. Trotzdem 1-17. Wir haben immerhin hier den Line hier. Paladai geht down als Opferlamm in diesem Spiel, um es Meepon doch nicht perfekt zu halten. Trotzdem halt. Haben gesmoked, haben initiated, haben alles bekommen. Und trotzdem war das Problem, dass die Supports hier oben waren und nicht den Follow-Ups dann auf Paladai hauen könnten. Damit kriegt er den Hex raus und haben das Ding richtig hart geturnt. 1-17. Netgraf ist jetzt bei 10.000 Gold vorne nach 17 Minuten. Tja, was bleibt noch übrig? Simba wird fetter, Weehar natürlich auch. Senshin Yasha ist bald komplett. Sieht es hier aus, Muscle Man ist da, ansonsten... Mal schauen, ob er hier auf Yasha geht, auf Basher geht oder halt auch erst aufs Aghanims. Ja, Hypnotic ist da. Oh, und direkt Hex genommen und der Kill wird einfach überlassen, einfach. Ja. Das passt schon. Und zurück. Haben halt auch sehr gut gemacht. Wussten aber hier, okay, 2,5 Sekunden Hex. Das passt halt so weit, dass er sich nicht vorher graven kann. Andererseits, hätte er sich gegraved, wäre bis hier hingekommen, wäre das halt auch greedy gewesen, von Meepo da wieder zu diven. Denn sie müssen halt jetzt aufpassen. Prinzipiell, Empires einzige Chance, hier zurückzukommen, ist ein paar Kills zu bekommen. Besonders von Weehar. Deshalb werden sie wahrscheinlich irgendwie darauf hoffen, dass Meepo hier overextendet. Und das ist halt genau die eine Sache, die Meepo nicht machen sollten. Ja, kein Team sollte jeweils overextenden, okay. Trotzdem,
Trotzdem, ist es halt so eine Sache. Meepo müssen hier kühlen Kopf bewahren. Sonst kann sich das Ding doch schnell turnen. Das ist so ein Storm Spirit mit ein bisschen Farm. Kann schon guten Impact bekommen. Geht hier tatsächlich auf den Orchid noch. Und hat halt quasi nichts für das Orchid. Von daher 25 Minuten Orchid oder so. Oh, Blattseeker wurde gesehen immerhin. Von daher so ein Double Damage Blattseeker. Wollen sie nicht haben. 530 Movement Speed. Base Movement Speed. Easy Kills. Base Movement Speed bin ich mir nicht ganz sicher. Aber nicht ganz. Hat hier versucht, den Rupture rauszubekommen, aber... Oh, jetzt war der Flight zu spät weg. Erster Tower des Spiels tatsächlich erst. Nach 19 Minuten und 1,19. Meepo hat absolut keinen Push. Aber erster Tower geht jetzt down und wahrscheinlich werden mehrere folgen. Honey rotiert schon als erstes. Aggressive Wards für den Bottom Tower sind da. Daher wird der Bottom Tower demnächst das nächste Ziel von Meepo sein. Mit einer sehr starken Performance bisher. Aber kann sich natürlich noch turnen. Wir sind Post 6.82. Womit doch sehr hohen Kill Bounties schon das ein oder andere Spiel geturnt wurde. Außerdem Throws können immer passieren. 12.000 Net Worth und 14.000 XP, das jetzt mit 14.000 XP ausgeglichen wird durch die 2.000 im Tower. Holy crap, sind Meepo weit vorne. Es sieht bisher danach aus, als ob Meepo hier das erste Game gegen Empire gewinnen. Fehler nicht wirklich gesehen, aber Meepo nimmt sie halt einfach auseinander. Eventuell könnte hier versuchen, was zu bekommen. Haben auf jeden Fall den Goal, wenn sie es dann noch bekommen, aber tanky as fuck sind wir hier und direkt Omnislash, zack, zack. Oh nein, der Swap hier noch rein und der nächste Omnislash geht hier auch down. Zimmer wird nochmal schön von Honey geblockt, because fuck you. Und aber Summer Fly geht hier gerade so noch nicht von dem Ding down. Trotzdem aber Hypnotic ist jetzt der nächste, der fällt. 22-1 für Meepo. Ja, talk about Momentum. Jetzt heißt es ab in Roche. Mit der Healing Ward und mit dem Bloodseeker ist natürlich nicht so schwer. Und einiges an Movement Speed mit der Master of Madness und dem Yasha von Juggernaut. Also auch Juggernaut gar nicht mal so lahm hier. Mit Mask of Madness und Yasha ist er bei 490 Movement Speed. Holy shit, sind das schnelle Helden. Und ich glaube, da kommt auch ein Nightstalker während der Nacht nicht ran, der jetzt ein Base Movement Speed von 450 hat. Es sind doch mit drei Helden, beziehungsweise im Prinzip vier Helden plus Storm Spirit, der halt zippen kann. Sehr, sehr nah doch am Max Movement Speed Cap. Bristleback hat's ja auch okay mit einer Haste, aber 5 Stacks. 5 Stacks sind, ja gut, 400. Doch nicht so viel, aber wenn man von 300 Base Movement Speed ausgeht, ist es schon einiges. Donovan, pause the game. Silent hier eine Pause. Kurze Fragezeichen und einfach so weitergemacht. Okay, da ist man mit Auszusehen auf den Knopf gekommen. Keine Ahnung, hat sich vielleicht die Pause auf die rechte Maustaste gelegt oder sowas. Wie hier erstmal den Go auf aus so einer Fly und noch Finger, einfach Paladai wollte ein Paket zu haben. Muss es halt auch ausgleichen, das ist halt bisher der große Feeder in diesem Game. 1-1-7. Es ist halt... Ja, da muss er halt auf jeden Fall noch ein Paket beholen, um halt nicht so komplett zurückzuliegen in seinem Team. Casual 22 Minuten, Blinkdagger als Solo-Support Lion, wo Honey wahrscheinlich nicht so viel jetzt an Wards kaufen wird. Tja, noch Honey ist wohl auf dem Weg hier zum Scepter. Ein weiteres Scepter hierfür, einfach um gegen Storm oder sowas die Initiation zu haben und halt auch genug Helden gleichzeitig rauszunehmen, die sie einfach nicht goen wollen. Oder eventuell, um halt auch einfach ein Zweier Initiate zu haben. Zwei Leute hochölsen, Blood Rites drunter. Ja, kann man natürlich auch machen. Aber naja, noch... Ja, jetzt noch 300 Gold für ihn, für das Oils. Tja, ein paar Jahre müssen ja irgendwas machen. Mal schauen, was die tun, außer im Wald rumlaufen. Die Supports können halt nur versuchen, so weit wie möglich dahinter zu sein. Und zu hoffen, dass Meepo mal overextendet, dass Weeha hier alleine reingeht. Aber mit einer Aegis, Sentient, Yasha, also seriously, es wird doch relativ schwierig, überhaupt ihn festzuhalten. Sie haben zwei. Wir haben tatsächlich ganze zwei Stunts hier. Eine ist Storm Spirit mit dem Pullback und das andere ist die Vengeful Spirit, die doch eine relativ geringe Reichweite hat auf dem Stun. Von daher
wird das Ding schwierig. Das nächste wahrscheinlich für Bloodseeker ist das BKB auf dem Weg. Manta completed auf Jugger. Und BKB komplett fertig für Weeha. 11:03 und 23 Minuten. Ich krieg er nicht ganz raus. Zweimal verkackt. Vielleicht auch gesehen, okay, ein bisschen trief ist es schon. Sind wir mit der Invis-Rune aber. Guckt jetzt hier Omnislash Level 2, fast Level 3. Level 15 ist er hier. Versucht jemand Solo Pickoff zu finden. Weiß, okay, die letzten 52 Minuten, Sekunden war hier jemand. Trotzdem erstmal noch kein Ziel gefunden hier. Haben zumindest auf der, haben keinerlei Runenvision gehabt. Von daher erstmal nur defensives Spielen von Empire, was hier rettet. 2 Minuten Aegis noch. Von daher glaube ich, wird der mit T2 Tower jetzt als erstes gegoat. Wenn hier Aegis noch drin ist, kann man das natürlich benutzen. Es kommt hier das Oils und ein Bloodstone auf Excalibur. Von daher, alle werden hier fett. Bloodstone zuerst. Aghanims folgt wahrscheinlich danach auf Zeus. Und der erste, der gecatcht wird, ist tatsächlich Paladai, der schon wieder feedet. Heidewitzka. Aber klar, nach dem Wort hier unten haben sie halt auch Paladai gesehen, der sehr weit draußen war. Müssen jetzt hier aufpassen. Paladai feedet zurzeit sehr stark. Aber der Rest von Meepon sollte vielleicht aufpassen, es nicht tun. Aber auch Empire sollte hier aufpassen. Blink rein, Afani. Schönes Epi. Ein bisschen spät weg, aber trotzdem hinbekommen. Omnislash for good measure 26-2. We are beyond godlike. 13-0. Doch sind wir bei 5-0-6. Tja. Einiges. Excalibur mit dem Bloodstone. Ich hätte mir zwar einen Aghanims gewünscht, einfach noch mehr Stomping. Aber wahrscheinlich wird das Aghanims noch kommen. 25 Minuten, soweit ist es noch gar nicht. Aber der erste Tower sollten ihn Bifort nicht aufgeben. Sonst wäre es kein so perfektes Spiel. So könnten sie mir noch sagen, hier, Paladai hat Ultra gefeedet. Der Rest von uns hat gut gespielt. Und da kriegen sie den ersten auch. Oh, Nightstalker, wieder den Hex, wieder gestunt. Und geht hier down. Zu spät weggegangen. Und Paladai holt sich die Kills. Holt sich ja die Kills, aber... Tja, kann immer nur ausgleichen. 2-2 nur hier. Silent muss Klippen-Jungling machen. Sehr passiv hier, Klippe hoch, Klippe runter. Hat sein Orchid tatsächlich jetzt fertig. Nach 26 Minuten. Können damit besser Solo-Kills machen und der erste Versuch ist es jetzt auf Excalibur, der davon erstmal nichts mitbekommt, aber es braucht noch ein bisschen hier. Sein ist noch nicht ganz vor, muss sich vielleicht suiciden. Sieht danach aus und suicidet sich, ja. Versuch hat den Damage rausgehauen, den er hatte. Und ja, müssen hier weg. Schaffen es nicht wegzukommen. Kommt fast im Slow hinterher. Silence ist hier sehr hart, kein TP und wird hier wahrscheinlich einfach mal verdauen gehen. Versucht hier das Ganze, versucht es zu juken, aber schafft es nicht, den Bloodrites mit dem wenigen Mana, was er hatte, zu juken. Somit ja, auch Excalibur feedet jetzt ein bisschen, aber 29.3 und 25.000 Net Worth nach 25 Minuten und 26.000 Experience nach 26 Minuten, holy shit. Aber trotzdem, ein T2 Tower ist down für Empire. Der Rest ist halt noch drin. Viele Items sind draußen. Trotzdem geht Meepo und halt nicht. Sie machen halt keine YOLO-Action. Deshalb ist das Spiel noch so even. Nightstalker verliert hier quasi solo gegen Hani. Paladai throat weiter. Und Gustavs kommt sich weg. Gut. Ja, okay, Resolution opfert sich. Geht in die Menge. Und versuchen hier irgendwas zu tun. Reengage kommt aber jetzt von Empire. Vielleicht können sie was bekommen. Weeha versucht hier wegzukommen und kommt tatsächlich nicht ganz weg. Resolution kriegt hier die Mega-Kiss-Streak. Stirbt dafür direkt wieder. Aber, weiß ich, auf Weeha 833 Gold an einige. War es das worth it? Das war es tatsächlich worth it. 3800 XP für einen Helden. 1200 Gold an alle. Das ist einiges. Silent versucht jetzt da reinzukommen, trifft Paladai. Wird er wieder feeden? Das ist die Frage. Sieht nicht danach aus. Healing Ward hält ihn auch wieder hoch. Gustavs geht jetzt hier wieder down. Unstoppable für Excalibur, der jetzt anfängt, seine Streak wieder aufzubauen. 6-1, Nightstalker, Buyback. Jetzt geht's um viel. Aber GG von Empire. It's just GG. Okay. Ja. Ohne Anklimatik. Antiklimatisch, aber ja, zu Recht, seriously. 33-4. Einfach Next Game, anderer Draft, nochmal versuchen. Kopf frei machen.
und einfach nochmal versuchen. Überragende Performance von Meepo, muss man dazu sagen, aber Empire hat vielleicht nicht so viel in diesem Game gemacht. War noch nicht ganz wach, wie auch immer. Game 2 folgt sofort, bleibt dran.